Als kleines Kind habe ich es schon geliebt, Fußball zu spielen. Im Alter von 3 Jahren habe ich das erste Mal gegen einen Plastikball getreten. Und es war wunderbar. Man hat schon schnell gemerkt, dass ich ein besonderes Talent dafür habe. Und ja, als ich dann in meinem Verein gespielt habe, habe ich mich schnell abgehoben. Ich bin schnell einer der Besten geworden. Als ich dann zum 1. FC Köln kam, war es genau dasselbe. Ich bin schnell, habe ich mich etabliert, bin schnell zum Führungsspieler herangereift und habe alle Jugendnationalmannschaften durchlaufen. Und der Höhepunkt meines bisherigen Lebens war, als ich dann wirklich U17 Europameister wurde. Und das in Deutschland. Das war wirklich das Ereignis bis jetzt in meinem Leben, wo ich sage, wow, das war einfach heftig. Das war einfach ein Gefühl, eine Erfahrung, die man echt schwer beschreiben kann, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Aber auch das hat mich nicht komplett ausgefüllt. Ich habe gemerkt, es war was Besonderes, es war wow. Aber dennoch gab es was in mir, wo ich wusste, das bedarf noch etwas Größeres. Und dann kam ich zum Glauben an den Herrn Jesus. Und ich wusste genau ab diesem Zeitpunkt, das ist es gewesen, was in meinem Leben noch gefehlt hat. Eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben. Und dann fing wirklich eine schwierige Zeit an für mich, die wirklich sehr hart war. Sportlich ging es bergab. Ich habe nur Rückschläge gehabt, Niederschläge, Tiefschläge. Und ich dachte, hey, was ist hier los? Aber es war krass, wie Gott mich durch diese Zeit getragen hat. Und wie ich gelernt habe, wirklich auch Gott in allen Dingen meines Lebens an erste Stelle zu setzen. Und ihm wirklich in allen Dingen auch die Ehre zu geben, egal was ich tue. Als ich dann anfing, das konkret auszuleben, das zu meinem Lebensstil zu machen, ging es auch sportlich wieder bergauf. Und wenig später bekam ich dann die Chance, für den KSC spielen zu dürfen. Und ich bin echt froh, hier zu sein. Der Verein ist super, die Stadt ist super, das ganze Umfeld hier ist einfach herausragend, es ist überragend. Ich habe eine wunderbare Gemeinde gefunden, die mich mit unterstützt. Und ich spreche aus Erfahrung und das ist das, was ich mir für jeden einzelnen Menschen wünsche. Diese persönliche Beziehung zu diesem Gott zu haben, denn er ist real. Er ist echt und ich weiß, wovon ich rede. Das ist jetzt nicht irgendeine Fantasie. Weil Gott ist derjenige, der meinem Leben wirklich Sinn gegeben hat. Er ist derjenige, der mein Fußballspielen zur Vollendung bringt und ausfüllt. Ich bin dankbar, dass ich damals die Entscheidung getroffen habe, Gott in allen Dingen meines Lebens an die erste Stelle zu setzen. Vor den Wohlstand, Reichtum und Erfolg. Wie ist es bei dir?